Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich begrüße euch zum Dienstag dieser Woche. Guck mal, was ich mir da installiert habe. Uiuiuiui. Und weil ich mich zwar tatsächlich schon mal so ein bisschen in die UE4, also Unreal Engine 4, eingearbeitet hatte, das aber gut schon wieder anderthalb Jahre her ist und ich, naja, also zumindest mal eine kleine Auffrischung brauche, mache ich das heute. Guck mir hier mal so ein Tutorial an. Das ist wahnsinnige 4 Stunden 40 lang. 4 Stunden 40 langes Video mit über 55.000 Aufrufen. Nicht schlecht dabei, der Unreal Sensei. So heißt der Kanal. Kann ich noch gar nicht so richtig sagen, ob der super ist oder nicht. Bin erst eine Viertelstunde in dem Video drin. Naja, ich mach mal weiter. So, genug gelernt für heute, würde ich sagen. Wenn man zu viel auf einmal will, dann bleibt da ja eh nichts von hängen. Ist keinem mitgedient. Aber macht Spaß und kommt echt ziemlich gut und schnell auch irgendwie alles wieder. Habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Ich habe mich ja vor anderthalb, zwei Jahren ungefähr schon mal mit der Unreal Engine beschäftigt. Aber jetzt mit der Unreal Engine 5 will ich da doch mal einen zweiten Blick riskieren. Naja. Und mit so ein bisschen Vorerfahrung kommt man da irgendwie ganz gut rein. Genau, das Video, das ich mir dafür ausgesucht habe, das ist echt ganz gut, ey. Bis jetzt habe ich 40 Minuten von dem Video durch. Also 40 Minuten von dem Video waren jetzt für mich aber ungefähr so anderthalb, vielleicht zwei Stunden mit so Pause drücken, selber machen und so. Ja, und 4 Stunden 40 läuft es insgesamt. Das heißt, ich habe noch ordentlich was vor mir. Naja, aber es ist ganz cool, ey. Ich hab da Bock drauf, ich mach das jetzt mal. Genau, und jetzt knurrt der Magen. Das heißt, ich sehe zu, dass ich nach Hause komme. Vielleicht kann ich euch im Vorbeigehen noch mal eben schnell zeigen, wie diese Baustelle jetzt aussieht, die ich letzte Woche schon mal kurz gezeigt habe. Komm, das machen wir. Krass. So, ein neuer Tag im Büro. Es geht wieder los. War denn das für eine blöde Ansage? Ich bin im Büro. Lasst uns mal gucken, was der Tag so bringt. So, mein Rechner hinter mir ist am Arbeiten, der rendert die letzten Änderungswünsche meiner Kunden raus und in der Zeit kann ich ja ruhig mal ein bisschen aus dem Fenster gucken, einen Schluck Wasser trinken in Ruhe, ein bisschen blödes Zeug reden. Oder vielleicht auch nicht ganz so blödes Zeug. Heute Vormittag habe ich mir die Freiheit genommen, ruhig nochmal zwei Stunden ein bisschen Unreal Engine zu lernen und dieses Video von gestern weiter zu gucken. Es ist echt spannend. Es ist immer geil, finde ich, wenn man was lernt und am Anfang noch so total am Schwimmen ist und dann irgendwann feststellt, ach, guck mal, so langsam schließen sich die Lücken. Dass sich da so viele Lücken geschlossen hätten, dass ich da demnächst schon selbst Videos drüber machen kann, das kann ich jetzt zwar noch nicht behaupten, aber na klar, fände ich es auch geil hier auf dem Kanal und selbstverständlich auch drüben bei Random Rotation, also auf dem englischen Kanal. Unreal Engine irgendwie mit in die Tutorials. Tutorials. Einfach muss ich lernen zu sprechen. In die Tutorials aufzunehmen. Ja, wann das soweit ist, weiß ich doch nicht, ey. Frag mich mal was Einfacheres. Aber ihr werdet es erleben.
Zumindest dann, wenn ihr hier fleißig abonniert und auch immer brav die Videos guckt. Wenn nicht, habt ihr halt Pech gehabt. So, von meinem Fenster übrigens. Ey, da zieht sich's gerade zu, ne? War so schön blau die ganze Zeit. Und jetzt guckt ihr das mal an. Ja, hier, nein, falsche Richtung. Da, alles dunkel. Leute, heute ist schon wieder Freitag. Ich wollte ganz viel aufnehmen heute, bin dann aber aus dem Telefonieren nicht mehr rausgekommen. Das heißt auch, dass ich morgen nochmal hier ins Büro kommen muss, denn für morgen Abend habe ich noch kein YouTube-Video aufgenommen. Trotzdem soll ja eins kommen. Also bin ich morgen wieder den ganzen Tag im Büro. Dann mache ich einfach morgen hier noch ein bisschen Aufnehmerei, oder? Wollen wir das so machen? Ich glaube, die Idee ist ganz gut. Jetzt gleich gehe ich noch auf eine Ausstellungseröffnung. Und ich warte eigentlich darauf, dass mich der Markus abholt. Er wollte hier so grob gegen 5 aufschlagen. Dort ist er schon. Ich mache mich mal fertig. Tschüss, morgen. Also, ich weiß, ich bin spät dran, aber heute nehme ich das Video für heute auf. Das mag ich eigentlich nicht. Ich habe gern ein bisschen Puffer. Aber gut, ich baue mal weiter auf. So, jetzt habe ich den Raum so hergerichtet, wie ich ihn sonst auch immer habe. Also so, wie ich ihn für die Aufnahme brauche. Mein Licht steht, mein Ton ist hier angeklemmt. Ich habe die Fenster gleich noch abzuhängen, damit ich die gleiche Lichtsituation habe wie sonst auch. Und dann kann ich hier in die Aufnahme starten. Genau, ich glaube, ich melde mich einfach dann nach der Aufnahme wieder. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Da wird jetzt gerendert. Das wurde auch echt langsam mal Zeit. Freunde, was soll ich sagen? Es ist später geworden, als ich eigentlich dachte. Es ist jetzt gerade 8:55 und um 8:55 ist im Herbst halt auch schon dunkel, ne? Hier. Draußen ist dunkel. Das war der Beweis. Ich warte jetzt noch auf das Rendering, dann lade ich dieses Video schnell hoch. Und dann ist auch Wochenende, glaube ich. Boah, das ist eine gute Idee. Vorhin wollte ich noch irgendwas sagen. Das habe ich mittlerweile aber schon wieder vergessen. Ach, schlimm, schlimm. Naja, ist ja auch nicht das erste Mal. Wir sehen uns kommende Woche. Tschüss.